Jo Leute, was geht ab? Euer Parrot ist mal wieder heute am Start mit einem neuen Video für euch. Wir haben den 9. Krieg der Saison und wir spielen gegen, ehrlich gesagt, gerade keine Ahnung, doch gegen diese russische Allianz Pützyp. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Mir hat das zwar mal einer in die Kommentare geschrieben, aber ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, die Gegner haben auf jeden Fall Kolossus, Omega Sentinel und Future Endman gebannt. Sehr interessante Bans auf jeden Fall. Aber eigentlich auch nicht das goldene oder das gelbe vom Ei. Naja, unser Team bestand aus einem neuen, sehr interessanten Team. Und zwar Kingpin Trinity. Ja, das erste Mal in der Saison haben wir endlich mal Kingpin dabei. Oder was ist endlich? Ich bin froh, wenn das das einzige und letzte Mal sein wird. Es ist ein cooler Champ auf jeden Fall, aber ich spiele den nicht so gerne in AK, habe ich gemerkt. Weil irgendwie, man benutzt halt nur einen Champ und itemlastig ist das dann ein bisschen nervig. Und also, ne, ich mag das lieber, wenn man drei Champs hat und mit drei Champs seine Kämpfe macht. Naja, auf jeden Fall, wir haben hier in Sektor 1 Weg 8 und in Sektor 2 Weg 9, soweit ich weiß, haben den Boss am Schluss noch, eine Photon oder Photon Boss. Ich nenne sie jetzt einfach mal Monica Rambeau, so ist sie ja eher bekannt, aber in Marvel oder allgemein ihr Heldenname ist ja Photon. Genau, wir haben hier den Nick Fury noch auf Knoten 21, dann haben wir auf Knoten 22 irgendwas oder auf Knoten 23, muss mal schauen. Auf jeden Fall hier der Terrax Undum 7 Sterne. Naja, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber auf jeden Fall Kingpin Food. Ja, zu dem Kampf braucht man nicht viel sagen. Also, hier gibt es viele Optionen: Tigra, Rintra. Doom kann man theoretisch auch hernehmen oder Claire, alle Champs, die halt irgendwie Terrax countern. Sasquatch theoretisch könnte man sogar auch hernehmen. Ja, kein besonderes Matchup. Dann haben wir als nächstes hier Nick Fury, Rang 5 natürlich. Heutzutage ist jeder Rang 5. Und ja, zu dem Kampf gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Früher hat man den Kampf ja mit APOC teilweise gemacht, weil Kingpin ja auch oft blacklisted war oder gebannt. Was komischweise jetzt gar nicht mehr der Fall ist. Also Kingpin ist wohl nicht mehr so unbeliebt. Oder nicht mehr so beliebt, sagen wir so. Ja, hier pushen wir außersehen ihn auf die SK2, was aber nicht schlimm ist. Ein Trick hier, was viele nicht kennen. Wenn Nick Fury im zweiten Leben ist, hier haben wir einen Fehler gemacht, wir hätten ihn intercepten können mit unserem Unstoppable, aber wir haben auf seine Heavy gewartet, naja. Hat uns dadurch im Endeffekt 50% Leben gekostet, der Kampf, aber 46 Sekunden für zwei Leben kann man machen. Auf jeden Fall dieser Trick, wenn Nick Fury ins zweite Leben kommt, dann die Heavy, wenn man in der Nähe ist und ihn in der Ecke hat, funktioniert immer. Das einzige Problem ist, wenn er, also eigentlich ist es ein bisschen riskant, weil er kann ja durch standhaft, also durch die Meisterung, kann er den Angriff quasi blocken, aber die KI reagiert normalerweise nicht. Wenn ihr direkt die Heavy macht und der die blockt, dann habt ihr noch genug Zeit, um, also dass er euch nicht punisht, ne? Und ja, wir haben jetzt hier nicht hochgehalten, weil es ist kein Hazard Shift Kampf und wir hoffen hier, dass wir hier bisschen hochheilen uns insgesamt. Das einzige, was ich leider nicht bedacht habe, ist, dass Ebony Maw ein kleiner Wichser ist und ihr werdet es gleich sehen, jetzt durch seine SK1 und ja, Degeneration, die man nicht verhindern kann, zufügt, weil er unseren Buff wegnimmt. Und das würde er so oder so machen, weil er uns über den Kampf sehr oft Wutbuffs gibt und die würde er dann auch auslöschen. Also wenn wir jetzt keinen Dex gehabt hätten. Naja, also diese Mission, da muss man immer einmal durch. Ja,
Bisschen ärgerlich. Mal schauen, ob wir das Leben wieder raus regenerieren können. Aber wir haben einen Unzerstörbarkeitsboost aktiv für den Fall der Fälle. Hier können wir leider nicht rein, weil das Schwanken genau jetzt kam. Aber wie gesagt, Kingpin ist ein Top-Counter hier für den Knoten und für Maw. Das einzige Problem ist, wenn gleichzeitig Schwanken und der Root-Knoten kommt, dann kann es sein, wie jetzt gerade eben, dass man dann in der Root-Mechanik drin ist. Aber ja, wir achten hier immer auf Schwanken. Ich meine, er shruggt es ja immer weg, aber wenn wir in dem Moment hitten, in dem es gerade kommt und danach erst geschwackt wird, das wird ja nach einer halben Sekunde geschwackt, dann besteht eventuell die Möglichkeit, dass wir eben leider Leben verlieren, beziehungsweise nicht Leben verlieren, halt degenerieren, ne? Weil wir ihn dann missen. Und ja, insgesamt haben wir leider doch am Ende mehr Leben verloren als ja, also, ich weiß nicht, das Nicht-Heilen war es vielleicht dann doch nicht so gut. Naja, ist doch egal. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall hochheilen. 90.000 Leben ist auf jeden Fall nett mit Kingpin. Ich weiß gar nicht, wie stark wir eigentlich geboostet sind. Aber ich glaube, wir haben Max Boost aktiv. Ja. Zu dem Kampf gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ja. Kingpin, sehr guter Counter. Hier habe ich mit Absicht pariert. Jetzt die SK1, damit die Degen draufkommt. Und jetzt hoffentlich macht er die SK2, hat er auch gemacht. Perfekt. Das ist die Strategie. Und jetzt wieder das gleiche. Parry, Reparry, SK1. Somit ist er wieder auf seine SK2. Und er macht wieder seine SK2 hoffentlich. Leider diesmal verzögert. Aber ist kein Problem. Jetzt nochmal, jawohl. Und ja, jetzt das gleiche Spiel nochmal. Ja, wichtig ist, dass ihr immer die SK1 drauf habt, verringert immer den Schaden. Und ja, der Kampf ist dann auch somit schon vorbei. Wir haben uns nochmal schön hochgeheilt, haben nochmal eine Millisekunde verzögert zum Schluss. Und ja, jetzt geht's weiter. Der Wong hier auf wieder Weg 9, aber One Eye Open. Der Knoten, sehr gefährlich. Heißt, wir dürfen ihn nicht parieren oder werden wir parieren nicht angreifen. Und hier haben wir einen Lag am Anfang oder ich weiß nicht, was das war. Wir werden gehittet. Zum Glück hat er uns nicht gekrittet, hat uns aber eine voll 5-Hit-Kombo gegeben. Und ja, ich habe keine Angst, Wong auf die SK2 zu hauen. Das haben ja manche immer Angst. Ich kann die dexen. In den meisten Fällen klappt es auch wie hier. Und ist auch besser für gegen Wong eine SK2 zu baiten, weil er kriegt ja nur seine Charge, wenn er die SK1 spammt. Und ja, hier Double Degen drauf. Jetzt wird er wahrscheinlich die SK1 machen, aber das ist kein Problem. Er hat nicht den blauen Modus, somit können wir hier dexen theoretisch. Aber ja, er stirbt so oder so. Haben uns sogar noch am Ende wieder gut hochgeheilt. Und ja, jetzt haben wir als nächstes hier den Rapinex. Der war ursprünglich geplant mit Warlock oder Ultron. Ich weiß nicht, irgendein Champ halt vom Kollegen. Aber ich habe gesagt, ich mache den halt selber mit Kingpin. Haben sogar nur noch 15 Sekunden Zeit. 40 Sekunden für unseren 15-minütigen Boost. So meinte ich das. Und 15%iger Boost. Somit schnell in den Kampf gegangen. Unzerstörbarkeitsboost aktiviert. Danach haben wir nämlich auch noch einen anderen Kampf. Also gegen Weapon X empfiehlt sich immer, Unzerstörbarkeitsboost zu aktivieren. Denn es kann immer schief laufen gegen Weapon X mit seiner KI. Mittlerweile, seit wir einmal gestorben sind gegen Weapon X mit Kingpin, wissen wir, wie die Strategie hier gegen ihn ist. Ja. Auf jeden Fall hier, während er powerlocked ist, so viel hitten wie möglich. Und jetzt haben wir hier fast einen Fehler gemacht, aber es ging nochmal. Und ja, jetzt sind seine Charges fast weg. Jetzt hätten wir eigentlich, das war jetzt unnötig, wir hätten eigentlich, und jetzt werden wir sogar gehittet. Wir hätten eigentlich hier in der Ecke die SK1 machen können und dann wäre der Kampf wahrscheinlich schon sogar vorbei fast.
da wäre der Verlauf noch ein bisschen anders geworden. So haben wir den Anschluss ein bisschen verpasst. Somit ist sein Cooldown jetzt wieder fast zurück. Naja, jetzt hauen wir seinen Block auf jeden Fall, damit er seine Armor-Ups wegkriegt. Und ja, hier zum Glück stirbt er. Wenn wir noch einen Hit mehr gemacht hätten bei 25, wäre er unstoppable geworden und in seinen Rage-Modus gekommen. Da hätten wir eventuell noch sterben können, wer weiß. Ja, war auf jeden Fall riskant, aber lief auf jeden Fall gut. Und jetzt haben wir als nächstes Magneto, Red Magneto, Rang 4. Und den Kampf habe ich schon mal gehabt. Der ist eigentlich sehr einfach. Wird aber nicht so gut verlaufen wie, ja, wie geplant. Aber ihr werdet sehen, Kingpin ist einfach ein Biest. Ich habe jetzt auch mittlerweile das Spacing raus, wie ich die SK1 von Magneto. Ja, und hier seht ihr, was ich damit meine. Wir machen Heavy in der Ecke. Ich weiß nicht, ich spule jetzt nochmal zurück. Das war total. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also hier nochmal, wir haben die SK1 gebaitet. Dann machen wir die SK1 direkt im Counter. Und machen hier eine Heavy. Und. Ja, was zum Teufel war das? noch ein letztes Mal. Weiß nicht, habt ihr schon mal sowas gesehen? Wir sind unstoppable, aber als ob wir gegen Captain America Infinity War spielen, habe ich das Gefühl. Oder irgendein Champ, der, oder Strife. Das ist doch nicht normal. Naja, hat uns jetzt hier unseren Zerstörbarkeitsboost gekostet. Und ja, hier war sehr knapp das Spacing. Jetzt versuchen wir es trotzdem nochmal. Und natürlich Resistenz. Ja. Wir werden es trotzdem nochmal versuchen, weil das kann doch nicht sein, denken wir uns. Natürlich wieder. Und er kontert natürlich auch sofort. Ja. So lief der Kampf ab. Und jetzt haben wir kein Spacing gehabt. Jetzt macht er natürlich noch eine Random Heavy, ne? Jetzt suchen wir den Intercept. Und wenn er die Heavy macht und dadurch Unstoppable kriegt, zählt es natürlich auch noch als Buff für ihn, was nochmal für den Knoten ihm zusätzliche Kraft gibt. Ja, jetzt hat er die SK2 gehabt, aber die haben wir jetzt nicht versucht zu dexen. Und ja, jetzt haben wir ihn endlich down bekommen. Schwere Geburt war das auf jeden Fall. Und ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall noch auch andere Counter für den Knoten, für den Champ, aber ich sage euch ehrlich, Kingpin ist schon eine gute Option hier. Und ja, jetzt haben wir hier noch zum Schluss den Bossfight gegen Photon. 7 Sterne. Und es ist ein sehr einfacher Kampf. Ich habe ein Video gesehen. Wir benutzen hier sogar 30% Boost. Weil er am Ablaufen war, mussten wir ihn verwenden. Haben 80.000 Leben, benutzen keinen Lebensboost. Aber unser Unzerstörbarkeitsboost nehmen wir her, weil wir haben noch nie diesen Kampf gemacht. Wir überlegen noch, ob wir vielleicht einen anderen nehmen sollen. Aber SK1 Boost gegen Photon funktioniert nicht. Und also 80% verringert dann. Und Region Boost, naja, bringt jetzt auch nicht unbedingt was. Und wir haben hier am Anfang eine Sache gerade vergessen, dass sie unblockbar anfängt. Wir haben jetzt zum ersten Mal in der Saison einen Bossfight gehabt. Und ich. Ah ne, zum zweiten Mal. Aber ich wusste, ich habe irgendwie vergessen, dass hier das komplett unblockbar ist. Und hier fehlen wir sogar den Decks. Aber das ist auch ein Vorteil für uns, weil wir sind somit auch permanent unblockbar. Also ein Photon-Boss ist, naja, so 50-50. Placement. Es ist eigentlich ein gutes Placement, aber wenn man Kingpin nicht bannt, ist es kein gutes Placement. Genau, weil Kingpin halt sehr gut gegen sie ist. Herkules funktioniert zwar auch, aber auch nicht so gut. Also Kingpin ist schon besser. Und Herkules kann man ja dann kein Suicide verwenden gegen sie. Ja, also es ist schwierig. Also mit Kingpin ist definitiv die beste Option. Ja, jetzt haben wir endlich mal hier den Dex hinbekommen.
Und ja, Kampf ist auch schon fast vorbei. Ich meine, zu dem Kampf gibt es auch nicht viel zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie man sonst so hernehmen kann für den Kampf. Genau, Simo habe ich gesehen. Crowdy Mike hat das mit Simo gemacht. Das funktioniert auch noch. Aber sonst, so Moleman, Stealthy und sowas, ist alles wegen unblockbar. Alles nicht so möglich. Naja, wir haben hier den Kampf aber dann letztendlich verloren, leider. Sehr knapp. 2 Deaths hatten wir mehr. Es wäre ein Krieg, den hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Ja, jetzt sind wir in einer richtigen Zwicksituation. Jetzt sind noch 3 Kriege übrig. Und die müssten wir eigentlich alle gewinnen. Dann haben wir noch eine Chance auf Meister. Und ja, ziemlich traurig. Vor allem, wir haben uns echt Mühe gegeben in dem Makar. Haben sogar alle Items verbraucht. Gut, der wahre Grund, wer es gesehen hat, wir wollten unsere kleinen Items loswerden endlich. Weil man die sowieso nirgendwo herkriegt und kaufen kann und nichts. Die hat man durch irgendein Event mal bekommen. Naja, auf jeden Fall, ja, 3 Kriege sind es noch. Sehen wir mal, wie es dann letztendlich auslaufen wird. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts zu verpassen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen, euer Para.